Wann hat er schon mal angekommen? Mal schauen, was das Sparbuch macht. Ist das oben? Okay. Oh, hier oben ist was. Sigis Sparbuch. Deutsche Bank ausrauben. Darf ich klicken? Warte mal, lass mal hier hochkommen. Wie geht's denn hier hoch? Muss Bin ich einmal überhaupt raus. im richtigen Gebäude? Ah, hier. Okay. Und wie mein Tagesgeldkonto steht, sehe ich nicht, oder wie? Ist gerade eher die Frage, wollen flüchten wir? Oder Boah, ich flüchten wir? würde sagen, uns mehr. Wir schwimmen dann zurück Oder nach Stratis. zu Fuß? Ja, wie weit? Das ist doch nicht weit. Guck mal, hier unten ist doch der Strand schon. Das werden wir wohl packen. Ja, aber sollen wir unsere Autos noch verstecken? Weil die können doch bestimmt anhand unserer Autos rausfinden, wer wir sind, oder? Na, wir stehen hier auf dem Kundenparkplatz von der Konkurrenzbank. Ich glaube kaum, dass Okay. die eins in eins zusammenzählen können. Machst du dich bereit? Schau, was passiert, ja. Okay. 3, 2, 1, los. Deutsche Bank, wie willst du die Bank ohne Waffe überfallen? Fick dich doch! Okay. Noch nochmal nach Kavala, Brot kaufen. Ja, zumindest gucken, was so Bütchen kostet und so, ne? Und Tauchanzug und so ein Gedöns. Aber warte, ich lasse mein Kfz hier gleich stehen. Ich komm. Ah, ich wundere mich, weil mein Charakter hat schon geflucht, bevor du mir draufgefahren bist. Das war jetzt sehr, sehr schräg. Hallo YouTube, hallo von vorne. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ja, wo sind wir gerade? In Telos beim Waffenhändler. Was haben wir heute vor? Fragen wir die Kollegen. Spider! Yo. Und Godfather alias Hans Rosenthal. Hallöchen. Was bringt uns der Tag heute? Ich hoffe, viel Geld und ein bisschen Ruhm auf dieser Insel. Wir wollen die Deutsche Bank überfallen. In Kavala. Uiuiui, das klingt nach Wolfbankhaus. Okay, mal dann. Werden wir sehen. Mal Tränen fließen. Der Plan ist auf jeden Es wird Fall. Tränen fließen! Was hast du denn vorgenommen? Freudentränen, oder? Der Plan von mir ist, kann eigentlich nicht schief gehen, solange wir alle bei derselben Bank sind. Damit fängt schon mal an, ja. Das Problem haben wir ja gerade schon gelöst. Ich muss mir erstmal meinen Fluchtweg angucken, Ja, ja. erstmal alles schön planen. Hier ist auch keiner drin. Ich bin am überlegen, ob ich hin zu den Steinchen gehe oder ob ich hier oben auf die Antenne raufgehe. Alter, das ist schon ein bisschen weit bis zum Wasser, wa? Das ist schon, ja. Gut, 2-0. Ja, meine Ausdauer muss noch hochkommen. Wo? Basti, was machst du denn? Was willst du? Basti, wo du bist. Er springt einfach runter. Fuck! 2 sogar. Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht! Einer hat das Ding geschrottet. Oder gedreht zumindest. Und 2 Hunter kommen direkt. Gott, das wäre nervig. Ich glaube, da kannst du schon anfangen. Warte. Dann ist Bassi. Da steigt aus. Jetzt fängt er an. Jetzt fängt er an? Ja. Was? Warum kann ich den nicht überfallen? Muss ich meine Waffe gezogen haben, oder was? Stimmt. Ja, bleibe im Radius von 10 Metern. 1%. Wird auch auf der Map, übrigens jetzt angezeigt, ne? Jetzt echt? Ja. Ich packe mal meine Waffe weg. Ich glaube, ich laufe dann ganz chillig Richtung Kavala. Feigling. Bleib schön da. Alter, dauert das lange. Erst 10%, Mann. Ich lande im Warte. Knast. Uiuiuiui. Wann denn? Hast du Herzlichsten den? Dank. Kein Problem hier.
Ich wollte eigentlich nur den wunderschönen Blick über die Küste genießen. Bin auf diesen Turm hier geklettert und zack, weggerutscht. Ja, das kann mal. Weißt du, wo ist die Deine? Wenn du Pops kommst, sag ich dir Bescheid. Ja, das ist gewaltig schief gegangen. Ich glaube, da oben hat irgendwie noch so eine Möwe ihren Kadaver da liegen gelassen. Ich versuche hier irgendwie mal ein Gespräch zu verwickeln oder so, wenn ich hier jemanden sehe. Aber was ist hier los? Ist hier los? Mach es wieder hier. Da vorne stehen sie doch. Die dürfte da auch mit der oben hinten rauskommen, die Idiot, ey. Steh ich einfach so. Achtung, hier kommt einer, ich versuche den gleich mal abzulenken. Oh, der hat mich jetzt, glaube ich, gesehen. Oh fuck, der läuft hier vorne. Der gedreht sich noch, die spotten weiter, die haben mich noch nicht gesehen. Der Hummingbird landet hier. Stehen die direkt vor meiner Tür? Frage ja, warte, ich laufe gerade hin. Ja, einer ist an der Seite. Ja, versuch dir mal. Da kommt rein, da kommt einer rein, da kommt einer rein. Geht mit denen. Sag stopp, wenn sie reinkommen, schieß ich aber keine Ahnung, mach RP. Schön für ein Dach, was ist denn hier los? Ich einfach oben hin. Kriegst du, bis das Geld hast, dann kriegst du einfach nichts mehr Geld. Wo waren wir denn hier? Ja, ich war gerade hier oben auf dem Turm und bin da ausgerutscht und bin gerade vom medizinischen Dienst wiederbelebt worden. Und auf einmal ein riesen Auflauf an Polizei her. Das ist sehr sicher. Ja, wir würden ja bitte haben das Gebiet so verlassen. Es gibt vielleicht gleich ein paar Schüsse, von daher einfach... Oje, 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 oje. Ja, dann bin ich ganz schnell wieder weg. Ich bin vorläufig festgenommen. 1, 2, 3, 4... Ja, ich hab so versucht abzulenken, habe auch keine Chance gehabt. Könnte man die Option hier nicht. Ein der liebe Hans hat schon 25.000 geboten. 30.000, Baufer! 30.000. 35. Hans, was machst du? 50. 50? Ja, 50.000 auf den schwarzen Mann hier. Hans, miau? Noch ein höheres Gebot? Ja, okay, warten Sie mal, bevor ich jetzt mehr biete, müsst ihr aber auch sehen, was er kann. Also, er soll jetzt mal was tun. Einen Trick machen, wie bist denn du drauf? Ah, der wird schon. Ja, oh, er ist weiß geworden. Okay, ja, wie wir auch, ey, was war das denn? Oh, ich bin grad gestorben. Ja, sehr gut, Dafi. Wow, sehr gut, Dafi. Zieht durch. Ja. Wow, er kann ganz schnell nacheinander. Okay, 55. 55? Philipp? Ja. 55 haben wir gehört. 55? Puh. Ich weiß nicht, was kannst du denn noch? Okay, 60. Der hat Ausdauer, das kann er, der hat Ausdauer, ganz, ganz viel Ausdauer hat der Typ. Kann er nochmal seine Hautfarbe ändern? Er kann sogar einen Special Move. Gucken Sie mal zu mir, ich zeige ihn mal, er kann den gerade nicht, wegen der Handschellen. Das hat er gerade gemacht, den kann er auch. Oh mein Gott, das kann er auch, ja. Das ist ganz klar, wollen Sie mit? Das ist so blöd. Wie bieten Sie denn für den? Ja, 60.000, mehr möchte ich eigentlich. Schau mal, er kann sogar seine Hand befreien. Er kann sogar seine Hand befreien. Das kann jeder. Wie viel war das Gebot jetzt? 60.000? 60.000. Hans, mach nicht. 60.000 drauf, Hans. Okay. Oh, noch ein höheres Gebot, Hans? Ich überlege gerade. Gib mir noch ein paar Sekunden. Das ist eine Nachricht. Jo, machen wir. Was kriegt man denn für den auf dem Markt so, wenn man den verkauft? Oh, das merkst du doch gerade. Der ist sehen Sie die Muskeln hier? Ja, das ist der Schwarzmarkt. Der ist stark, das genau, ist seine... Schwarzmarkt. Aber das ist wirklich genau, Schwarzmarkt. Wenn Sie wollen, können Sie doch gerne weiß anmalen, also. Aber ich glaube, mein Mitbieter ist gerade, hat gerade die Insel verlassen. Also ich würde sagen, 60.000, dann sind wir durch, oder? Damit, ich glaube, der Mitbieter hat sich gerade verabschiedet. Haut hin. Wow. Haut hin, mach mal. Alles klar. Gut, dann nehmen wir den mit, ich will das Geld. Aber dann nehmen wir nur ein Bar, ja? Hä? Wo ist denn er jetzt hin? Ich hab schon Disconnect, keine Ahnung, der ist weg. Ja. Ich hab die. Alles gut. So, scheiße, mein Name. Du bist voll im Arsch! Ach, da ist er ja wieder. Ja. Falls du die Story den Kopf erzählst, ne? Ich war der Gute! Ich war der Gute! Na, mein Süßer! Du hast weg das Geld schon? Buchholz? Noch nicht leid. Bin ich in der Ich will gar nicht wissen, was die AAN-Typen mit denen machen, Alter. Ich weiß nicht.
grüß dich. Du bist ein guter Lehrer, mein Lieber. Los, ich brauch noch das Geld. Bis dann, ciao. Ah, danke schön. Jo, ey, halt, die braucht doch noch einen Schlüssel, also beziehungsweise einen Dietrich, um ihn dann Schlüssel? Ja. Was? So was braucht man? Ihr könnt ihn auch gerne vom Berg fallen lassen, wenn ihr wollt. Also, ist doch eure, ne? Nee, geben Sie uns den Dietrich mal. Der soll ja für uns kochen. Du heißt jetzt übrigens nicht mehr Dusty, du heißt jetzt übrigens Pinky. Der hat wieder einen neuen Namen. So schnell haben wir eine Geisel. Der war eine teure Geisel. Wenn das jetzt läuft, dann hat sich's gelohnt. Also Pinky, wie du siehst, es ist kein Baumwollpflücken, sondern wir haben was viel Schöneres vor. Wir reden jetzt mit der Tante Uschi von der Deutschen Bank. Die hat uns was zu sagen. Pinky? Okay, pass auf, wir machen jetzt die Bank hier. Ne? Du bist unsere Geisel. Du bist jetzt hier sozusagen unser Türstermin. Du hältst den Kopf raus, damit der Herr Zweiler die Bank in Ruhe machen kann. Ist das okay für dich? Und ich hab richtig Hause für dich bezahlt. Ich möchte das Geld natürlich wieder reinhaben. Verstehst du? Mhm. Dir wird nichts passieren, hoffe ich. Die Kopf werden hoffentlich einigermaßen richtig sein. Ach, der Banküberfall. Zwei da wieder mit dabei. Ja, diesmal glaube ich kommt es nicht. Der ist lange nicht im Knast, definitiv. Ja, der ist. Wenn du im Kopf sind, bleiben Sie stehen! Kommen Sie nicht weiter, nein. Wir haben eine Geisel. Was, wir haben eine Geisel? Ja, okay. Draußen. Ich würde die Geisel gern sehen. Ja. Komm mit der Ruhe, komm mal nicht zu nah, bitte. Okay. Breaking news from the Republic of Altus and Strax. Ist schon offen, die Geisel. Hör auf die Tür. Aber lassen Sie bitte da stehen. Nicht mit dem, die ist festgebunden. Ich möchte ihn nur sehen, wo ist die denn? Ja, in der Eingangstür von der Bank steht ein schwarzer gefesselter Mann an die Hauswand gefesselt. Ja, ich sehe es, alles gut. Geh weg. So. Wie geht's jetzt weiter? Ich warte mal nach dem Fahrzeug direkt vor der Bank. Die haben die Geisel genommen. Echt? Ja. Wir haben die Geisel zur Seite gestellt. Boah, was ist das denn, Alter? Die Geisel war angekettet an der Hauswand. Ich glaube nicht, dass sie gerade einen Wolfsschneider gehört haben. Das ist ein Ding. Ja, ist doch ein Witz. Also bei aller Liebe. Ja, Mann. So, geht's Ihnen gut? Ich wollte nicht. Ja. Jo, Dafti, das haben wir uns jetzt gerade auch ein bisschen anders vorgestellt. Das sollte eigentlich lustiger werden. 1 Million habe ich dabei gehabt in Bar. Also ich schenke der Geisel jetzt erstmal die Freiheit, ne? Ja. Ja, ja. Dafti, danke, dass du mitgemacht hast und den Blödsinn und so weiter und bist natürlich frei.